Warum die Toilette putzen, wenn man sie einfach in die Luft jagen kann? Lernt die Mitglieder unserer Prankos-Fred kennen, der Unruhestifter, der Coole und der reiche Junge. Der Test für den Coolen besteht darin, eine Toilette aus dem Badezimmer der Mädels zu klauen. Das ist viel schwieriger, als mit Mädchen zu flirten. Hey, das ist unser Klo, du Dieb! Und jetzt müssen wir die Beweise loswerden. Lass sie uns hier in die Luft jagen. Das wird laut. Wow, was für eine gewaltige Explosion. Habt ihr das gesehen? Was würden wir nur ohne Streiche machen? Um Mitglied zu werden, musst du den ersten Test bestehen. Und nicht alle Neulinge schaffen den Test. Erinnerst du dich an Bens ersten Test und an seinen Huhn? Unser Neuling schläft mit seinem Lieblingsgummihuhn. Psst, wir entführen ihn. Wach auf, Neuling. Der erste Test besteht darin, das Kostbarste loszuwerden und es zu opfern. Schaffst du das? Oh nein, aber nicht mein Huhn. Wie ihr seht, wurde Ben nie Mitglied. Ah, hier ist Chicky. Was ist das für ein Geruch? Instant-Nudeln? Oh nein, alles andere als das. Ha, wir alle erinnern uns, warum der Reiche so reagiert. Es war ein kalter Winter und wir alle hatten Hunger. Daher haben wir ein Instant-Nudelbad gemacht. Werde ich nicht. Du wirst es lieben. Wir haben das auch mit 100 Packungen Nudeln gemacht. Nudeln. Ich habe Wasser in meinen Augen. Und hier ist eine Spa-Überraschung. Eine Brühwürfel-Badebombe. Misch 300 Gramm Backpulver mit 4 Esslöffeln Maisstärke. Füg doch 4 Esslöffel gemahlenes Instant-Nudelgewürz hinzu. Und rotes und gelbes Make-up-Pigment. Und auch etwas Olivenöl. Mischt es dann gut. Verarbeitet 250 Gramm Zitronensäure in einer Kaffeemühle. Mischt dann alle Zutaten zusammen. Und legt die Masse in einen Behälter. Lasst es dann 24 Stunden lang stehen. Entfernt dann die fertige Badebombe. Und bedeckt es mit einer ausgedruckten Maggi-Verpackung. Wer möchte noch eine Portion Suppe? Die Suppe im Bad kocht schon. Ein Hühnchenbad ist wahrscheinlich keine gute Entspannung. Bei uns gibt es keine Schwächlinge. Du hast diese Nudelaufgabe mit Würde bestanden, Bro. Wow, seht euch das an. Dieses Kleid kommt mir bekannt vor. Erinnerst du dich, wie hübsch es bei unserem Unruhestifter aussah? Hey, erinnere mich nicht daran. Wenn er halt seine Klamotten in der Gemeinschaftsdusche lässt, können schnell Klamotten verwechselt werden. Ein Leopardenkleid. Super. Hey alle zusammen, macht euch bereit. Hier kommt die Königin des Dschungels. Oh, wow. Das ist Mr. Leopard. Schaut euch seine Taille, Hüften und seinen Ausdruck an. Das werden wir nie vergessen. Es gibt eine neue Herausforderung. Seifenblasen machen. Jedes Kind schafft das. Aber ihr müsst versuchen, Seifenblasen mit gekochten Eiern in eurem Mund zu machen.
Legt die Hälfte der gekochten Eier in euren Mund. Und los geht's! Ich sehe aus wie eine LOL-Puppe. Seifenblasen mit Eiern im Mund zu machen ist total schwer. Aber es ist machbar. Los, das schafft ihr doch. Hey Kumpel, du bist der Nächste. Willst du was essen? Hier sind deine Lieblingschips. Und deine Cola darf natürlich auch nicht fehlen. Aber es gibt ein Problem. Stimmt, es sollten die ganze Zeit zwei Eier im Mund sein. Es ist schwer, Chips zu essen. Die Cola fließt aus dem Mund und durch die Nase wie ein Springbrunnen. Hey, das ist nicht lustig, kapiert? Möchte jemand was essen? Nein? Dann füge ich etwas Pfeffer hinzu. Hatschi! Oh, tut mir leid, Kumpel. Genau das ist auch beim letzten Mal passiert. Es war ein weiterer Test. Gut, wir werden deine schicke Frisur retten. Mach dich bereit. Jetzt triffst du riesigen Schleim. Oh, dieser Schleim liebt dich. Schau, es umarmt dich sogar. Hey, ich habe eine Wette für euch. Wer kann ein Ei mit einer Hand zerdrücken? Aber ihr müsst es so halten. Drückt das Ei mit allen Fingern. Fertig? Ups, das ging ja schnell. Unser Unruhestifter ist mit einem rohen Omelett überzogen. Möchte jemand frühstücken? Hey, erinnerst du dich an diesen Test mit dem Ei? Der Reicher hat es endlich geschafft, diesen riesigen Schleim abzuwaschen. Und die Jungs haben eine weitere Überraschung für ihn vorbereitet. Aber zuerst stechen sie ein Ei mit einer Reißzwecke durch. Oh, er hat gerade geduscht. Das tut mir aber leid. Aber das sind nun mal unsere Regeln. Die neue Aufgabe besteht darin, auf rohen Eiern zu laufen, ohne dass sie kaputt gehen. Hoppla, du hast versagt. Du bekommst eine Strafe. Eine Eidusche. Was kann mich noch nach diesem Schleim erschrecken? Eier sind im Vergleich sogar lustig. Möchtet ihr ein Kaugummi? Oh, ich liebe Folie. Erinnerst du dich dran? Ihr habt so viel gemeinsam. Der Coole flirtete wie immer mit Mädchen. Hey, vorsichtig! Hier kommt ein Tablett. Bringt die Folie an einem silbernen Rahmen an. Bemalt die Griffe eines Plastikbehälters silber. Und klebt sie an den Rahmen. Autsch! Dein Gesicht sieht komisch aus. Es hat einen Abdruck hinterlassen. Wow, bist du der Blechmann? Aber es ist ziemlich schwer, diesen coolen Typen in Verlegenheit zu bringen. Die Mitglieder der Prank is Fred haben ein Tattoo. Es ist ihr Zeichen. Der reiche Junge muss auch unser Zeichen haben. Genau wie beim Unruhestifter. Rollt zuerst Fimo aus und schneidet mit einer Tasse einen Kreis aus. Bringt dein Fimo Tum Tum Logo an der Oberseite an. Backt es dann kurz. Sprüht das Stück mit metallischer Farbe an. Schneidet dann den Griff von einem alten Schneebesen ab. Und klebt es auf den Stempel. Die Arme sind schon tätowiert. Mach es am Hals. Okay, wir werden es nur ein bisschen aufheizen. Feuer ist ein großartiges Desinfektionsmittel. Fertig? Oh, was? Es tut ja gar nicht weh. Natürlich nicht. Es ist nur Farbe. Puh, ich bin Mitglied der Prank is Fred. Jeder sollte das wissen. Magst du meine Tattoos?
übertreibst du nicht ein wenig? Jedenfalls steht es dir gut. Hey, reicher Junge, bist du bereit? Wie fandet ihr unsere Prankes, Fred? Schreibt uns, welche Herausforderung euch am besten gefallen hat. Ein Nudelbad? Ein entführtes Huhn? Oder eine blaue Toilettenexplosion? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.